Herr Hess, Sie können seit Ihrer Jugend Geistwesen wahrnehmen. Wie begann das und wie hat sich das in der Folge entwickelt? Also es begann am Anfang mit Menschen, die den Körper verlassen haben. Das war eigentlich mein erstes eindrückliches Bild, dass ich die Menschen trotzdem erkannt habe, auch wenn sie also keinen Körper mehr hatten, physischen. Und dort war ein eigentlicher Einstieg, weil das dann sehr schwierig war. Die Erwachsenen sagten ja dann immer, die sind jetzt tot und tot ist eigentlich tot und doch waren sie da. Und so hat das Ganze dann begonnen, dass ich dort meine eigene Welt irgendwie finden musste. Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie zum ersten Mal einen Verstorbenen sahen? Das war in der Zeit meines Großvaters, dass, als er seinen Körper verließ. Das war etwa mit 6,5 Jahren. Und dann haben Sie im Laufe Ihrer Jugend immer wieder Geistwesen oder Verstorbene gesehen? Und dann sind mir im Laufe der Jahre sind mir dann immer wieder solche Wesen begegnet. Und interessanterweise habe ich dann auch immer wieder ungewollte Erlebnisse gehabt, indem man einfach Menschen gefunden hat, die verunglückt waren in den Bergen oder irgendwie in dieser Art. Aber diese Wesen haben mit Ihnen gesprochen und Sie konnten sie verstehen? Teilweise habe ich Kontakt aufgenommen, aber mit der Zeit hatte ich dann diesen Kontakt eigentlich unterlassen, weil irgendwie habe ich auch eine natürlich als junger Mensch auch eine gewisse Angst gehabt vor dieser Welt, weil die war ja nicht greifbar und sehr speziell. Und da ja die Erwachsenen erst in späteren Jahren dann durch meine Erfahrung auch von diesen Wesenheiten sprachen, musste ich dort als junger Mensch musste ich da ziemlich alleine mit dem umgehen lernen. Sie haben später im Berufsleben 44 Jahre als Förster gearbeitet. Sind Sie mit dieser Arbeit auch mit Naturgeistern in Kontakt gekommen? Die Försterarbeit war natürlich schon die Ausbildung zum Forstwart. Das ist eine Arbeit, die ein eigenes Diplom als Forstwart, das ist eine dreijährige Lehre, die ich dann gemacht habe im Wald. Und das ging dann natürlich weiter, dass ich dann nachher die Försterschule besucht habe. Und schon natürlich in der Lehre konnte ich dann immer wieder feststellen, dass da Wesenheiten sind, die eigentlich die Menschen gar nicht wahrnehmen. Und für mich war immer sehr, sehr viel Leben da. Und das gab dann auch eine Verbindung zu diesen Wesenheiten, weil ich natürlich dann Bäume fällen musste und dann irgendwo plötzlich erkannte, dass diese Bäume eigentlich auch Wesenheiten sind, die eine Lebendigkeit haben, dass das nicht einfach ein Baum ist, der da mit Holz steht und eine Pflanze, die man dann einfach umsägt. Und das wurde mit der Zeit wurde das immer schwieriger, weil irgendwie war das ein Eingriff in ein Leben, das ich ja gar nicht kannte und das für mich existent war. Die Naturgeister, die Sie da, konnten Sie diese auch wahrnehmen und wie sahen diese aus? Ich konnte schon Naturgeister wahrnehmen, immer mehr und mehr. Und die erste Erfahrung war eigentlich die, dass das einfach sehr belebt war. Also es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil etwas, das ja die Menschen gar nicht kennen, kann man ja auch nicht beschreiben. Und dann muss man immer Hilfsmittel nehmen und sagen, ja, es sah aus wie, oder? Mhm. Weil irgendwie brauche ich dann mein physisches Auge, mit dem kann ich irgendeine Form erkennen, also eine Art Tier oder Mensch oder ein Blatt oder weiß ich doch was, eine Wurzel. Aber auf der anderen Seite in der Geistwelt hat das eben jede Form. Und diese Formen, das ist auch farblich, ist das eine unglaubliche Palette, die gibt es in unserer physischen Welt, gibt es diese Farben gar nicht. Und dann wurde mir immer mehr und mehr klar, dass,
durch diese Farben und durch diese Spektren, die da waren, also wie elektrische Impulse, Infrarot oder was auch immer, Klänge natürlich, eine Kommunikation stattfand zwischen diesen verschiedenen Wesenheiten. Also ich habe dann plötzlich erkannt, dass Bäume eigentlich miteinander kommunizieren und dass jeder genau weiß, wie es dem anderen geht und so. Und das war dann eine Zeit so um die 70er Jahre, wo ich dann wirklich mich dann auch selber intensiv interessierte für das Ganze und dann plötzlich erkannte, dass ja da wirklich eine absolute Kommunikation stattfindet in der Ganzheit der Natur. Und wie mehr ich dem mich öffnen konnte aus der geistigen Welt vorher mit Menschen in eine andere Welt, und dann habe ich ein neues System entdeckt. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich wusste dann plötzlich manchmal auch nicht mehr, wo ich hinstehen soll, weil überall war Leben. Und meinen Körper konnte ich ja nicht fliegen lassen, also musste ich halt den auch irgendwo hinstellen. Sie haben nun das Buch Die Welt der Naturgeister veröffentlicht. Was war die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Ich habe dann in der Ganzheit meiner Tätigkeit als Förster erkannt, dass sehr, sehr viele Menschen eigentlich den Zugang zur Natur nicht mehr haben. Und man kommt dann immer mehr und mehr natürlich auch mit vielen Leuten in Kontakt. Und dann habe ich irgendeinmal beschlossen, Waldseminare anzubieten. Und diese Waldseminare habe ich so gestaltet, dass es eben für Erwachsene ist, dass Menschen, die erwachsen sind und dann auch wieder zurückgehen möchten, mal in die Natur kennenlernen, näher kennenlernen. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, dass da ein sehr großes Interesse war an diesen Waldseminaren, weil die Menschen doch eben Wesenheiten natürlich spürten vielfach, aber sie nicht erkennen konnten und dann in meinen Kursen probierten, mit mir in diese Natur einzutauchen. Das war der Anfang. Und dann kamen immer mehr Leute, ich hatte auch immer mehr Seminare. Und dann habe ich begonnen, durch diese Tätigkeit natürlich, ja, ich habe dann erkannt, dass eben das die Aufmerksamkeit oder die Neugierde von den Menschen sehr, sehr groß ist und sie diese Welt natürlich auch sehen und kennenlernen möchten. Und dann haben wir heute eine Zeit, in der sehr, sehr vieles läuft. Sehr eine aufgewühlte Zeit, muss ich sagen. Und die Naturwesen, durch diese Naturwesen konnte ich dann auch viel in Erfahrung bringen, was eigentlich läuft auf dieser Erde. Und ich erkannte dann, dass dieses ganze System der Erde diesen Naturwesen gehört. Sie sind hier zu Hause, sie leben hier auf diesem Planeten. Das ist ihr Planet. Und wir Menschen kommen hierher als Gäste und müssten eigentlich mit dieser Natur umgehen lernen. Das heißt, sie kennenlernen und ihre Ganzheit kennenlernen. Das wäre unsere Hauptaufgabe als Menschen und nicht die ganze Erde umzuwühlen. Und dieses ständig mehr in die Tiefe kommen und mehr Wissen erfahren, hat mich dann auch dazu bewogen, natürlich intensiver dem Ganzen einen Hintergrund zu geben. Also ich habe dann erkannt, dass wir ja unglaublich arrogant sind, Pflanzen zu verändern, in ihren gentechnisch veränderte Pflanzen herzustellen. Ich habe dann erkannt, dass eine unglaubliche Liebe dahinter ist. Weil diese Pflanzen einfach sagen, wir machen mit. Das Problem hat nämlich ihr dann. Und unser Körper ist ja ein Teil dieser Natur und über diesen Körper erfahren wir Informationen durch die Natur. Also das heißt, was wir dann essen, ist eigentlich Information für unseren Körper. Und diese Informationen, die sind sehr, sehr wichtig für unseren Körper, weil das ist ja die Rückverbindung wieder zur Natur. Wir als Geistwesen leben ja in diesem Körper drin, aber unser Körper braucht diese Informationen, er ist ein Teil davon. Und ich habe dann natürlich zurückgefragt, habe gesagt, ja, was passiert denn mit unserem Körper, wenn wir ständig die Pflanzen verändern? Und so, dann
kam eine ganz lakonische Antwort, dann habt ihr halt die Information nicht mehr und euer Körper wird krank. Es ist euer Problem, nicht unser. Wir werden unsere Natur, unsere Erde weiterhin beleben und bevölkern und sie einfach wieder zurücknehmen, wenn ihr dann diesen Fehler gemacht habt, dass ihr dann selber euch praktisch auslöscht. Das ist schon noch hart. Aber es ist tatsächlich so, also wir gehen da völlig in die falsche Richtung. Wenn Sie von Naturgeistern sprechen, was für Art von Naturgeistern haben Sie schon wahrgenommen und kann man mit diesen auch in Kontakt treten, mit ihnen kommunizieren? Ich unterscheide eigentlich zwischen zwei Arten groß. Das sind die einerseits die Feenwelt, das ist alles, was mit über der Erde, in der Erde und unter der Erde zu tun hat. Und da sind unglaubliche Welten noch, die kennt der Mensch eigentlich nur sehr, sehr am Rande. Und dann die ganzen Elfenwelt, das was über dem Boden ist, also den ganzen Luftraum und bis hin zu unseren größten Wesenheiten natürlich, die wir dann als Wolken oder irgendwie etwas sehen. Und diese Wesenheiten, die haben Hierarchien, nicht natürlich irdisch, wie wir da denken, sondern in ihrer eigenen Struktur und sie arbeiten einfach auf der Ebene, wo sie sind und kommunizieren sollen. Und so hat das ganze Wissen, das da ist, bleibt natürlich auch immer auf dieser Erde. Also das heißt, ein Geist einer Pflanze, wenn die Pflanze quasi verdorrt, das heißt, dann ist der Geist, hat sich zurückgezogen in die Ganzheit und er wird in einer neuen Pflanze wieder entstehen. Also jeder Same, der aufgeht, ist begeistert und sonst würde er gar nicht wachsen. Und diese Ganzheit ist ja dann immer in sich selber geschlossen. Das heißt, dieser Planet hat eine geschlossene Einheit von Wesenheiten, die hier leben seit Millionen von Jahren. Und auch hier bleiben sie. Und sie sind immer da und darum haben sie auch ein unglaubliches Wissen. Und diese Wesenheiten kann man dann, natürlich kann man dann wahrnehmen, also ich habe das dann im Buch auch beschrieben, es gibt dann diese Erdgeister natürlich, die mit, oder Elfen, mit denen man kommunizieren kann, die ganzen Devas, die mit den Blumen leben, dann natürlich Wassergeister, Luftgeister, die sehr, sehr ansprechend sind und auch erkennbar. Also man kann mit ihnen wirklich arbeiten. Und das war die schönste Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich mit diesen Wesenheiten arbeiten kann. Ich bin ja dann eben wieder zurückgekommen auf meine Waldseminare, die ich im Wald habe. Dann gab es ja ab und zu Tage, da hatte der Wetter wirklich gar nicht gutes Wetter und ich bin sehr gerne bei trockenem Wetter mit den Menschen im Wald. Und dann habe ich mit ihnen gesprochen und ich habe praktisch auch dieses Jahr einen einzigen Tag Regen gehabt an meinen Seminaren. Und dieser Tag war für die Leute wichtig, dass sie mal auch bei Regenwetter im Wald waren und erkannten, dass man eben auch bei Regen im Wald sein kann und das sehr, sehr schön ist. Herr Hess, was für eine Rolle spielen diese Naturgeister in unserer Umwelt? Also sie sind ja dafür verantwortlich praktisch, dass diese Erde überhaupt lebenswert ist oder belebbar ist oder für uns möglich ist, hier zu leben. Und man muss sich das vorstellen, dass ja das Urthema ist, also der Naturgeist ist ja die Grundlage für jedes weitere Leben. Es gibt ja auch hier keine Tiere und keine Insekten und gar nichts, wenn nicht das Urgerüst da ist. Und dieses Urgerüst, das braucht es ja, um überhaupt das ganze andere, was danach kommt, hier auf der Erde, dass es leben kann. Und darum haben sie natürlich eine unglaubliche Funktion, dass diese Erde eben für uns in dieser Form auch lebbar ist, oder dass wir hier sein können. Und im Grunde genommen ist es eigentlich verrückt, wenn man denkt, ganz, ganz einfach denkt, dass wir einen Körper haben und wir bringen diesen Körper hier auf die Erde, also respektive eine Mutter stellt uns den und dann kommen wir hier auf diese Erde.
und leben dann in dieser Welt. Und diese Welt, diese Naturgeister sorgen eigentlich dafür, dass unser Körper Nahrung hat. Also theoretisch müssten wir gar nichts tun, außer lernen, erkennen und einmal wahrnehmen. Und in großer, großer Dankbarkeit und Demut diese wunderbare Natur staunend lernen, was hier dahinter ist, überall. Also Wunder über Wunder, dass in einem Kirschstein ein ganzer Baum drin ist mit all seinen Früchten und so, diese Information, das ist ja unglaublich. Oder dass eine Knospe im Herbst sich schon voll ausgebildet hat, um dann einfach im Frühjahr aufzugehen und das Blatt und alles ist schon vorhanden. Und all diese Dinge und unsere Nahrung, die wird uns ja ständig immer wieder geschenkt, wir müssen eigentlich gar nichts tun. Außer dankbare Ernten. Und warum man dann diesen Naturwesen eigentlich ihre Arbeit zerstört, indem wir selber probieren, etwas anderes zu kreieren, ist mir völlig ein Rätsel. Weil das ist etwas, was perfekt ist, kann man nicht besser machen. Und Natur ist perfekt. Und ich habe dann festgestellt, um eben auch darauf zurückzukommen, schon in meiner Ausbildung, als ich diese ganze Ebene erstmal wirklich erkannt habe, dass wir natürlich gerade in unserer Ausbildung einen völlig, völlig anderen Weg gingen. Das heißt, die Ausbildung war eigentlich so ausgerichtet auf unser menschliches Denken, dass wir da draußen von unseren Dozenten erfahren haben, dass in der Natur eine absolute Rivalität herrscht und ein eigentlicher Krieg, dass jede Pflanze ihren Platz hat und ans Licht kommt und wachsen kann und so weiter. Das ist natürlich ein absoluter Blödsinn, weil diese Informationen, die sind so perfekt, dass jede Pflanze immer ihren Platz hat und genau ihre Funktion. Und dann wird sie auch im Lauf der Zeit, weil natürlich zum Beispiel ein Wald aufwächst, werden ja die Veränderungen am Boden und überall anders. Es gibt mehr Schatten, mehr Dunkelheit, mehr Feuchtigkeit. Und dass da gewisse Pflanzen dann einfach in eine Ruhezeit gehen, zum Beispiel einfach warten, bis ihre Zeit wiederkommt oder sogar abwandern in einen anderen Teil dieser Erde, das ist eigentlich absolut logisch. Und dann sprechen wir von Neophyten, die sich erlauben, hier bei uns Fuß zu fassen. Dabei gehört diese Welt diesen Pflanzen und sie wandern doch seit Jahrmillionen um diese Welt. Da haben wir gar nichts damit zu tun. Im Gegenteil, das ist, empfinde ich, absolut daneben. Wir importieren jeden Tag Gemüse, Früchte, Blumen von der ganzen Welt und sprechen dann, wenn eine Pflanze hier wächst, die nicht hierher gehört, angeblich von Neophyten. Herr Hess, was wollen Sie mit diesem Buch den Menschen mitgeben? Also einerseits, dass sie einmal diese Welt kennenlernen dürfen, dass sie erfahren oder erkennen, dass es tatsächlich eine Welt gibt in unserer Welt, die sehr, sehr präsent ist, jeden Tag, überall. Und dann auch die verschiedenen Arten, wie eben wir den Wesen begegnen können, was sie für uns tun. Und diese unglaubliche Dankbarkeit, die wir eigentlich diesen Wesenheiten übergeben müssen, zurückgeben müssen, weil sie ja in absoluter Liebe für uns da sind. Also das ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und dann gibt es vielleicht viele Menschen, die auch selber Kontakt haben möchten mit diesen Ganzheiten, zum Beispiel auch schon nur spüren oder mal in diese Ebenen hineinzukommen. Und da habe ich dann explizit Anleitungen geschrieben, auch dazu, wie man mit diesen Naturwesen oder diesen Wesenheiten der Natur in Kontakt treten kann. Herr Hess, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.